Hi Willi. Erstmal Gratulation. Ja, zu dem. Wie viel waren das jetzt? 349 Abonnenten? Keine Ahnung. Also ich zeig dir mal ein bisschen was von dem, wo ich wohne. Da ist mein LKW. Ich zeig mal mit dem Finger da drauf. Da oben. Ich nenne das immer das kleine Pflaster. Das war mal ein Riesenloch. Aber das habe ich nicht produziert. So, also hier steht mein LKW, schön im Grün. Jetzt radel ich erstmal in meine Straße, weil den ganzen Weg will ich hier nicht zeigen, das dauert zu lange. Bis gleich. So, das hier ist jetzt der Kölner Platz. Mit einem Troisdorf in der Fußgängerzone. Jetzt fahre ich mal weiter zum Sündenpfuhl der Stadt, zum Oettinger Fanclub. Das ist die Großhofener Fußgängerzone. Seitenarm der Fußgängerzone. Wird wohl eine Wohnung frei. Ist das Butchers, eine sehr beliebte Kneipe. Und jetzt kommen wir zum Oettinger Fanclub. Achtung, hingucken. Das sind die Stützen der Gesellschaft. Hier kommt jetzt ein riesen Einkaufszentrum hin. Wird gerade noch gebaut. Herr Killer, nicht zu empfehlen. Ein Kaufland. In dem Laden habe ich meine Reha gemacht, als meine Hand gebrochen war. Meine Hand drohte steif zu bleiben, nachdem sie gebrochen war, aber die haben das hinbekommen. 6 Wochen haben wir gebraucht. 11 Wochen insgesamt war ich krank. Das ist die evangelische Kirche von Troisdorf. Und hier sind wir schon fast in meiner Straße. Hier wohnt der Pfarrer. Evangelisches Gemeindehaus. Schule. Kindergarten. Die
Hier war früher eine Grundschule drin. Das hier ist ein psychotherapeutisches Zentrum. Und jetzt sind wir mal an der Straße. Ende September, noch viel grün. Schöne alte Häuser. Eigentlich mag ich es ja hier ganz gerne in der Straße. Und hier kommen demnächst demenzkranke und alte Leute hin. Jetzt geht es bei mir durch die Toreinfahrt runter. Und da steht mein BMW. Ja. Und da oben. Unterm Dach. Also unter der Dachrinne, da wohne ich. So, das war's. Bisschen anstrengend mit einer Hand zu fahren, aber es ging. Mein treues Fahrrad. Willi, alles Gute und herzlichen Glückwunsch nochmal. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.